Hallo und willkommen hier bei kreuzfahrturlauber.de. Gemeinsam mit meinschiffberater.com bringen wir dich an Bord. Und damit herzlich willkommen hier im Hafen von Las Palmas de Gran Canaria auf den sonnigen Kanarischen Inseln. Im Hintergrund seht ihr zwei Schiffe. Ein großes, ein kleineres. Auf dem großen war ich kürzlich, war dazwischen jetzt eine Woche im Palm Office hier auf der Insel und jetzt bringt mich das kleinere Schiff zurück nach Deutschland. Und zwar geht es auf die MS Amera von Phoenix Reisen auf einer besonderen Route, 11 Tage lang von Gran Canaria nach Hamburg, also einmal die Küste Westeuropas entlang. Und so kann ich mir den Rückflug sparen und bin quasi hier unterwegs, um euch mitzunehmen auf ein Schiff von Phoenix Reisen. Nachdem ich ja auf der MS Deutschland war, diesen Sommer war der Wunsch nochmal groß, auch nochmal ein anderes Phoenix Schiff vorzustellen. Dem Wunsch komme ich gerne nach und berichte euch jetzt 11 Tage lang von der MS Amera, das Schiff, das 1988 schon gebaut wurde, also durchaus schon ein paar Jahre unterwegs ist und vor einigen Jahren zur Phoenix-Flotte dazugestoßen ist, intensiv modernisiert und renoviert wurde. Wie das Ganze aussieht an Bord, was man erleben kann und was die Besonderheiten einer Phoenix-Reise sind. Um das und viel mehr soll es gehen auf der Reise. Erstmal jetzt entlang von Teneriffa und La Palma Richtung Madeira und dann hoch nach Hamburg. Viel Spaß! Zu Beginn des Videos, wie ihr es von mir kennt, einmal ein kurzer Blick in meine Kabine. In dem Fall eine Junior Suite hier auf Deck 10, die Kabine 1011 für die nächsten Tage hier an Bord der MS Amera. Sieht alles sehr, sehr schick aus. Ihr seht es selbst, eine moderne Gestaltung. Man hat das Schiff wirklich sehr gut renoviert und modernisiert. Das gilt eben auch für diese Suite mit einem großen Balkon draußen. Wir schauen uns das alles nochmal ganz genau in einem separaten Suitenrundgang hier an. Aber vielleicht mal ein kurzer Blick, damit ihr mal einen Eindruck davon bekommt, wie man hier am Bord der Amera wohnen kann. Ja, eingerichtet, die Kabine bezogen, Koffer ausgepackt und die ersten Runden hier an Bord laufen. Besonders gut geht das auf dem umlaufenden Promenadendeck hier auf Deck 7. Das ist eben ein Schiff aus dem Jahr 1988. Da gibt es solche Besonderheiten noch. Heutzutage immer seltener bzw. fast nie mehr vorhanden auf Neubauten. Aber hier ist es wirklich so, dass man ganz toll umherlaufen kann. Vorne auch noch ein paar Decks höher gehen kann über die Treppen. Und man somit einen herrlichen Ausblick und den Bezug zum Meer hat. Vielleicht zur Einordnung noch mal ganz kurz. Vor uns liegt heute AIDA Nova. Ich habe es eben schon kurz gezeigt im Video. Platz für 6600 Passagiere auf einer Schiffslänge von 337 Meter. MS Amera im Vergleich dazu Schiffslänge 205 Meter nur und Platz für maximal 800 Gäste ungefähr. Also natürlich ganz, ganz andere Dimensionen, ein ganz anderes Reiseerlebnis und ganz andere Möglichkeiten, die so ein Schiff bietet. Vielleicht nicht unbedingt in der Vielfalt der Aktivitäten mit Wasserrutschen und Beachclub und mit zwei Theatern an Bord und so weiter und so fort, aber dafür eher im Persönlichen und dieses Phoenix-Gefühl hier an Bord, was ich auf MS Deutschland im Sommer schon kennenlernen durfte. Darauf freue ich mich hier auch im Rahmen dieser Reise und darauf werden wir auch nochmal eingehen und darüber sprechen, was es bedeutet, hier auf so einem kleinen Schiff unterwegs zu sein mit persönlichem Ambiente hier eben auf der MS Amera von Phoenix Reisen. Bereits 2019 zur Taufe der MS Amera im Bremerhaven habe ich einige Stunden an Bord verbringen dürfen und euch ein Video produziert mit dem Rundgang und der Taufe. Vielleicht kennt ihr das Video schon und erinnert euch auch so ein bisschen an meine positive Überraschung hier in zahlreichen öffentlichen Bereichen. Zum Beispiel Harry's Bar, der Pianosalon, in dem ich mich gerade befinde, dem Restaurant Amera und so weiter, wo man wirklich das Gefühl hat, man befindet sich auf einem Neubau. Also wenn ich hier durch den Pianosalon laufe, dann ist das einfach richtig schick, total modern und sehr gepflegt. Es gibt auch Bereiche, wie zum Beispiel das Theater, wo nicht ganz so viel gemacht wurde, aber gerade natürlich die modernen Bereiche, die überzeugen und so erinnere ich mich sehr gut zurück oder das Gefühl kommt wieder hoch aus dem Jahr 2019, wo ich gedacht habe, Mensch, das ist hier auf jeden Fall richtig schick und hier möchte ich auch gerne mal eine längere Zeit an Bord verbringen und nun ist es soweit und ich würde sagen, wir machen hier einfach mal weiter, schauen uns ein bisschen um und genießen die wunderschöne MS Amera. So schnell vergeht dann auch schon wieder so ein Anreisetag hier an Bord. Gerade noch ein schöner Auftakt hier in der Atlantic Show Lounge gewesen, eine White Night Party zum Mitmachen und Mittanzen. Ja, sehr gute Stimmung gewesen. Auftakt stimmt insofern nicht ganz, dass der Großteil der Gäste schon seit Bremerhaven an Bord ist. Das heißt, schon gut 10, 11 Tage unterwegs ist hier in Richtung Süden. Jetzt hier eben, ja, wir mitten im Reiseverlauf mit gut 20, 30 anderen Gästen zugestiegen sind und es jetzt wieder in Richtung Norden geht. Also insgesamt geht die Reise, glaube ich, 21, 22 Tage und die Hälfte davon mache ich jetzt mit gut 20, 30 anderen Gästen, die eben noch mit zugestiegen sind. Also man kann diese Reise, diese große dreiwöchige Tour dann eben auch nur zur Hälfte befahren hier mit der MS Amera. Wir machen uns gleich auf den Weg zum ersten Ziel nach Teneriffa. Dort werden wir morgen früh gegen 7 Uhr schon ankommen und gegen 8.15 Uhr beginnt schon mein Ausflug.
Das heißt, gleich geht es jetzt schon mal ins Bett, damit ich morgen fit bin für den Halbtagesausflug in den Norden Teneriffas. Erst gegen 23 Uhr werden wir hier aus dem Hafen fahren, sodass ich das wahrscheinlich dann schon nicht mehr mitbekommen werde. Ja, gut, schade eigentlich, das erste Ablegen hätte ich mir gern angeschaut, aber es kommen ja noch ein paar Manöver zum Ablegen. Und morgen möchte ich dann auch fit sein, wenn es heißt, es geht auf Ausflug in den Norden von Teneriffa. Bis morgen. Wir haben die erste Insel unserer Kreuzfahrt im Atlantik erreicht und heute Morgen pünktlich auf Teneriffa festgemacht. Um 8.15 Uhr begann dann auch der Ausflug hier in den Norden der Insel. Icod und Garachico werden wir uns anschauen und haben jetzt den ersten Fotospot hier am Mirador La Garagnona, muss ich gerade noch mal einmal nachschauen. Auf jeden Fall ein sehr schöner Aussichtspunkt, 300 Meter über dem Meeresspiegel hier oben gelegen und mit einer ganz besonderen Steilküste. Und auch die Pflanzenwelt hier auf den Kanaren natürlich wunderschön. Und ich freue mich jetzt hier weiterzufahren in Richtung Insel Norden, denn die Insel Teneriffa hat natürlich extrem viel zu bieten. Neben dem großen Vulkan, zahlreichen Stränden und vielen weiteren Dingen. Eben den Insel Norden zu erkunden, habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Und so würde ich sagen, schauen wir uns mal an, was der Ausflug so zu bieten hat. Wir sind weiter entlang der spannenden Nordküste Teneriffas gefahren und sind jetzt hier in Icod de los Vinos und hier gibt es einen ganz besonderen Drachenbaum. Drachenbäume sind sehr typisch für die Kanarischen Inseln und dieser hier ist ganz besonders. Man schätzt ihn auf etwa 1000 Jahre Alter. Man kann es nicht ganz genau sagen. Es könnte also auch sein, dass er sogar 300 Jahre älter, vielleicht aber auch 3 Jahre jünger sein wird. Aber um die 1000 Jahre alt ist er auf jeden Fall. Hier um diesen Aussichtspunkt zu diesem ganz besonderen Drachenbaum gibt es jetzt heute am Sonntag einen schönen, wirklich idyllischen und einheimischen Markt. Ihr hört es vielleicht im Hintergrund schon, die Musik hier direkt an der kleinen Kirche. Es gibt ganz, ganz viele Marktstände, wo man jetzt Typisches kaufen kann, wo auch viele Einheimische einkaufen gehen. Ob es Süßigkeiten sind, Gebäck, Schmuck aus Lavagestein und so weiter und so fort, all das kann man hier bekommen und ich finde, es hat gerade unglaublich viel Charme. Die Sonne kommt inzwischen auch raus, das Wetter wird besser, es wird wärmer. Ja, und ein schönes spanisches Konzert, wie könnte man sich einen Sonntag schöner vorstellen. Wieder zurück an Bord der MS Amera. Zum Abschluss hatten wir noch einen Spaziergang in Garachico unternommen, auch ein wirklich sehr, sehr schöner Ort an der Nordküste. Und ich muss sagen, diese 4-5 Stunden, die wir jetzt unterwegs waren, es war einfach ein herrlicher Ausflug. Man hat mal wieder etwas Neues kennengelernt und für einen Preis von 41 Euro für so einen Halbtagesausflug, da kann man wirklich auch nichts sagen. Ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis gewesen und nun freue ich mich aber auch wieder hier an Bord zu sein. Ein paar Runden auf dem komplett umlaufenden Promenadendeck an Bord der MS Amera zu laufen, vielleicht hinten in der Phoenix Lounge nochmal einzukehren für einen Drink. Eine wirklich sehr schöne Bar, gerade natürlich auch an den kommenden Seetagen, wenn wir dann fahren und man sich dort direkt an der Heckwelle befindet. Also das Schiff hat hier wirklich sehr, sehr, sehr schöne Ecken und ein rundum gelungener Tag bisher hier auf Teneriffa. Es ist jetzt auch gerade sogar noch ein bisschen sonnig. Schauen wir mal, es ziehen immer mal wieder ein paar Wolkenfelder durch, aber vielleicht bleibt es ja erstmal noch ganz schön.
Nach einem Nachmittag hier im Ship Office, sozusagen in meinem Büro, habe ich noch ein bisschen gearbeitet und nun geht es gleich auch schon zum Abendessen heute ins Buffet-Restaurant, denn da kann man wunderbar draußen sitzen und solange es hier noch warm ist während der Reise, würde ich das gerne immer noch nutzen, draußen essen zu können im Bereich schöner Aussichten dort auf dem Pooldeck bzw. Sonnendeck, bevor wir dann uns demnächst aufmachen in Richtung Norden und es kälter wird und man dann noch genügend Zeit in den Innenbereichen verbringen kann bzw. dann ja auch muss, wenn es kalt ist, also heißt es erstmal noch viel draußen genießen, bevor es kälter wird. Heute Abend um 20 Uhr werden wir den Hafen von Teneriffa verlassen und dann ist auch noch einiges geboten an Bord. Zum einen in der Atlantic Show Lounge ist Julia Gräber an Bord mit ihrer Zaubergeige. Venezianische Musik wird dort aufgeführt. Julia Gräber reist immer von Phönixschiff zu Phönixschiff und präsentiert dort ihre Melodien von der Zaubergeige. Ich habe sie kürzlich erst noch auf der MS Deutschland im Sommer erlebt und nun ist sie wieder hier auf der MS Amera und da freue ich mich drauf. Und in Harry's Bar wird heute Abend noch das Show-Ensemble auftreten und dort live singen, also auch da noch Programm 20 Uhr ablegen. Also einiges auf dem Zettel heute Abend noch, bevor wir dann morgen La Palma erreichen werden. Guten Morgen von der schönen Insel La Palma. Wir haben hier heute festgemacht auf der Isla Bonita, wie man ja auch immer so schön sagt, also die wunderschöne Insel. La Palma ist die grünste Insel der Kanaren und bietet damit sehr viel schöne Ausflugsziele hier auf der Insel. Ob der Nationalpark Caldera de Taburiente oder auch ein Ausflug in den grünen Norden der Insel. Hier kann man wirklich einiges erleben. Viele Gäste sind auch mit der Bimmelbahn hier, mit dem kleinen Zug unterwegs durch die Stadt. Man kann das Ganze aber auch gut auf eigene Faust machen und so möchte ich euch gerne mitnehmen auf einen kleinen Rundgang durch Santa Cruz de La Palma, die Hauptstadt der Insel. Nachdem ich jetzt gerade schon ein paar Aufnahmen für den Schiffsrundgang gemacht habe, wo die ersten Gäste schon unterwegs sind auf Ausflug, bietet sich das natürlich immer an, einiges einzufangen. Das gibt es dann im separaten Schiffsrundgang. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal rein nach Santa Cruz de La Palma. Nach gut 15 Minuten zu Fuß bin ich jetzt hier angekommen, mitten im Stadtzentrum von Santa Cruz de La Palma. Eine Stadt mit viel Geschichte, denn bereits 1493 wurde die Stadt gegründet und ist damit tatsächlich eine der älteren Städte auf den Kanarischen Inseln. Mit einer besonderen Architektur, die dann hier bei einem Bummel durch die Stadt auch deutlich wird. Besonders markant sind eben auch diese großen Holzbalkone. Man wollte damals eben aus Kostengründen die Grundfläche unten klein halten und hat dann oben Holzbalkone integriert, um dann weiter oben in den oberen Stockwerken zusätzlichen Raum und Fläche zu gewinnen. Ja, durchaus ein schöner Spaziergang. Ich empfehle immer einmal durch die Stadt und durch die Fußgängerzone entlang zu bummeln und auf dem Rückweg dann entlang der Küste, entlang der Atlantikküste zu laufen, denn da ist auch nochmal eine schöne Häuserfront, die man da bewundern und bestaunen kann. Ja, insgesamt dann vielleicht 1,5-2 Stunden und dann hat man hier auch die Highlights der Stadt gesehen. Aber ich empfehle euch wirklich, wenn ihr noch nicht hier gewesen seid auf La Palma, macht ruhig mal einen Ausflug in den Nationalpark Taburiente oder auch in den Norden der Insel, in den Süden der Insel. Auch da kann man tolle Dinge machen. Die Insel La Palma wird nicht zu Unrecht La Isla Bonita, also die schöne Insel, genannt. Ich finde, hier kann man wirklich viel machen, aber wenn man schon mal hier war oder es einfach nur so ein kleines Vormittagsprogramm sein soll wie heute, dann kann man hier auch mal schön durchbummeln, denn gegen 14 Uhr lösen wir dann schon die Leinen und machen uns auf den Weg zur nächsten Insel Madeira, dann die portugiesische Insel nördlich von den Kanaren.
Was ein gelungener Vormittag hier in Santa Cruz de la Palma, wirklich eine schöne Stadt und ich freue mich jetzt aber auch wieder an Bord zu sein. Hier an Bord von MS Amera, gerade oben auf dem Sonnendeck im Bereich schöner Aussichten gab es noch eine spanische Paella als Mittagessen, als Mittagsaktion sozusagen, als Besonderheit. Dazu Sangria, 5,50 Euro, auch das eine schöne Geschichte. Toll, dass man sich so etwas überlegt, da mittags hier auch mal landestypisch noch etwas zuzubereiten. Heute heißt es dann jetzt auch schon Abschied nehmen von Spanien, denn wir werden gleich den Kurs nordgehend ausrichten und dann in Richtung Madeira fahren. Die Insel gehört ja bekanntlich dann zu Portugal und ich mache mich jetzt auf den Weg hier zur Phoenix Lounge hinten am Eck des Schiffes auf dem schönen Promenadendeck, um dort das Ablegen hier von La Palma anzuschauen. Und dann haben wir noch einen halben Seetag, bis wir dann morgen früh dann auf Madeira ankommen. Wunderbar noch gewesen, den halben Seetag zu genießen bei dem wirklich schönen Wetter hier auf dem Atlantik. Das Schiff ist leicht in Bewegung bei etwa 2 bis 3 Meter hohen Wellen und ja, so wie es sich gehört auf dem Atlantik, so ganz sanft über die Wellen schaukeln. Dabei den Blick nach draußen genießen, auf das blaue Meer, auf den Himmel und das warme Wetter genießen, denn ja, jetzt wird es die nächsten Tage immer kälter. Aber daran wollen wir noch gar nicht denken. Heute Abend steht erstmal noch der erste Galaabend auf dieser Reise an. Galaabend heißt bei Phoenix-Reisen durchaus immer ein bisschen schicker machen, ein bisschen rausputzen. Es gibt jetzt gleich im Atrium ein bisschen Pianomusik, da kann man sich noch mit den Künstlerinnen und Künstlern des heutigen Abends fotografieren lassen. Dann wartet das Gala-Abendessen auf uns, entweder im Amera-Restaurant, im Ozean-Restaurant oder oben auch im Lido-Restaurant. Ja, und anschließend heute noch einiges los. In den Bars wird Musik gespielt und in der Atlantik-Show-Lounge heute Abend ein Gatsby-Show-Abend, auch nochmal mit der Geige, mit der Zaubergeige. Also freue ich mich auf einen gelungenen Abend, auf einen Gala-Abend hier an Bord der MS Amera. Ja, was soll ich sagen? Ein wunderbarer Galaabend hier an Bord von der MS Amera zum Abschluss dieses ersten Vlogs. Was war das Besondere heute Abend? Zum einen das Gala-Abendessen, ein 6-Gang-Menü, 5 Gänge davon habe ich gewählt, wirklich von sehr, sehr guter Qualität. Wenn man jetzt beim Hauptgang denkt, naja gut, viel war das jetzt nicht, vor allem was eben auch das Entrecote angeht, also das Fleisch, aber man muss sagen, gerade bei 6 Gängen in der Summe war es natürlich absolut ausreichend. Mehr als ausreichend, könnte man auch schon sagen. Denn es ist natürlich viel, wenn man 6 Gänge isst. Und von der Qualität war das alles sehr, sehr gut. Also eher Qualität statt Quantität an der Stelle. Und auch im Show-Ensemble heute Abend 9 Personen auf der Bühne. Das war auch richtig gut. Gatsby Show mit ja, einem Hauch der 1920er Jahre auf der Bühne. Ich war vorher ein bisschen skeptisch, beziehungsweise dachte, naja gut, groß ist die Show Lounge ja nicht, was hat man da für Möglichkeiten? Aber ich fand es unglaublich abwechslungsreich. Ob die Dame an der Violine, ob Akrobatik in der Luft, ob Tanz auf der Bühne und Gesang, also wirklich gut gewesen. Natürlich muss man sagen, dass eine Show-Lounge jetzt von einer Räumlichkeit nicht einen Wow-Effekt bietet, aber es ist auch so, dass auch die kleinen Momente dort eben sehr schön sein können und für mich ist es immer etwas entspannter, weil wenn die Akrobatik teilweise in 10-15 Meter Höhe stattfindet, dann denke ich immer, oh mein Gott, da darf jetzt nichts passieren.
Hier ist, darf, sollte natürlich auch nichts passieren, aber der Sturz wäre hier natürlich entsprechend weniger tief. Ich fand es eine sehr schöne Show, ein rundum gelungener Abend und das bildet dann auch schon den Abschluss des ersten Vlogs hier vom Bord der MS Almera von Phoenix Reisen. Ich hoffe, es hat euch gefallen hier auf den Kanarischen Inseln und an Bord. Im nächsten Video geht es jetzt weiter nach Madeira und anschließend stehen Seetage an in Richtung Norden durch die Biscaya. Es ist Sturm vorhergesagt. Ich bin gespannt, wie das Ganze aussieht und enden wird. Ihr werdet es sehen, wenn ihr einschaltet im nächsten Vlog hier vom Bord der MS Almera. Wenn ihr Interesse daran habt, bucht auch gerne eure nächste Reise unter meinschiffberater.com, um mich damit zu unterstützen. Vielen Dank dafür und abonniert gerne den Kanal Kreuzfahrturlaub bei Fabian für viele weitere Videos hier vom Bord der MS Almera, Kabinenrundgänge, Schiffsrundgänge etc., aber auch von vielen weiteren Schiffen. Bis ganz bald, euer Kreuzfahrturlauber Fabian.